Hallo und herzlich willkommen bei Software Engineering Education. Mein Name ist Georg Hagel und in diesem Video stelle ich 6 Eigenschaften vor, die Metriken haben sollten. Wir sehen uns gleich nach dem Intro wieder. So, aber bevor ich jetzt die Eigenschaften beschreibe, muss ich erstmal unserem Hund Lopi sein Fressen machen. Sie freut sich nämlich schon riesig drauf. Die Fütterung von Lopi sei nämlich unser Beispiel für dieses Video. Wir wollen die Zeit messen, die unser Hund braucht, um eine bestimmte Anzahl Futterstücke zu fressen. Welche Eigenschaften von Metriken können wir an diesem Beispiel beschreiben? Die erste Eigenschaft sei die Objektivität. Unter Objektivität versteht man, dass die messenden Personen keinen Einfluss auf das Ergebnis der Messung haben. Verschiedene Personen sollten also bei der Bestimmung eines Maßes zum gleichen Zeitpunkt die gleichen Werte herausbekommen. Und ich kann euch hundertprozentig versichern, unser Hund frisst immer gleich schnell, egal wer ihm das Futter gibt. Allerdings müssen wir die zu messende Zeit genau definieren. Vom ersten Fressen bis der Napf leer ist. Zeiten zum Auslecken darf man nicht berücksichtigen. Die sind nämlich unserer Erfahrung nach willkürlich. Eine wichtige Eigenschaft ist auch die Reproduzierbarkeit. Unter Reproduzierbarkeit versteht man, dass eine Messung unter den gleichen Messbedingungen zu verschiedenen Zeitpunkten das gleiche Ergebnis liefert. Aber das Produkt oder das Projekt darf sich nicht geändert haben. Hier müssen wir bei unserem Beispiel aufpassen. Unser Hund muss natürlich ähnlich hungrig sein und das Futter muss das gleiche sein. Aber dann kommen wir zu recht guten Zeiten. Unter Rechtzeitigkeit versteht man, dass das Maß relativ schnell erhoben werden kann, sodass man bei auffälligen Werten noch rechtzeitig eingreifen kann. Das ist bei unserer Metrik einfach gegeben. Wenn es ums Fressen geht, ist Lopi nämlich sehr schnell. Normierung bedeutet, dass es eine Skala gibt, auf der die Messergebnisse abgebildet werden können. Die Zeiten, die unser Hund braucht, können einfach auf einer Skala abgetragen werden. Unter Ökonomie verstehen wir, dass die Messung mit geringen Kosten verbunden ist. Falls die Messung zu teuer ist, wird sie im Regelfall nämlich nicht durchgeführt. Das Maß ist damit unbrauchbar. Nun ja, bei uns, die Futterkosten halten sich in Grenzen. Lopi ist ja kein Berner Sennenhund und fressen muss sie sowieso jeden Tag. Die Nützlichkeit beschreibt, dass man aufgrund der Messungen Rückschlüsse auf die gemessene Größe ziehen kann. Ohne diese Eigenschaft ist ein Maß auch unbrauchbar. Also wenn unser Hund nicht schnell genug frisst, schließen wir daraus, dass sie krank ist. In der Literatur gibt es noch viele weitere Eigenschaften für Metriken. Ich möchte es aber für dieses Video bei diesen 6 belassen. Zusammenfassend haben wir in diesem Video also 6 Eigenschaften für Metriken gesehen. Objektivität, Reproduzierbarkeit, Rechtzeitigkeit, Normierung, Ökonomie und Nützlichkeit. In weiteren Videos werde ich dann einige Metriken aus dem Bereich der Softwareentwicklung vorstellen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch Fragen oder Anmerkungen habt, schreibt es mir einfach in den Kommentaren. Vielen Dank, dass ihr wieder reingeschaut habt. Ich freue mich schon auf das nächste Mal, wenn es wieder heißt: Herzlich willkommen bei Software Engineering Education. Bis dann!